Ich weiß noch nicht, wie ich das einrichte und wie ich das so mache und alles. Deswegen entferne ich mich mal wieder davon. Ich gucke mal gerade, ob ich jetzt hier noch in den Kisten, die ich so in meinen Häusern stehen habe, beziehungsweise in den Kisten, die ich in dem Haus hier stehen habe, ob ich da jetzt noch Sachen drin habe, die ich da einsortieren kann. Hier könnte ich zum Beispiel die Schienen einsortieren. Die Leiter lasse ich mal hier drin. Die Spinnenaugen könnte ich einsortieren. Die Wolle könnte ich in eine Wollekiste packen. Wolle Rose kaufen. Die. Ach, wir haben hier ja auch einen Keller mit Truhen, fällt mir gerade auf. Ich bin ja ein Schlauberger. Ich bin ja wieder hier der absolute King im Kopf. Dann müssen wir vielleicht einfach den Keller hier für andere Zwecke nutzen. Irgendwie, keine Ahnung, einen Partykeller draus machen oder so. Ich bringe erstmal den Kram weg. So, ich gehe einfach hier vorne lang, da muss ich auch noch einen Weg hin machen. Damit man nicht immer so umständlich hinten hergehen muss. Oh, hinten her. So, dann mache ich hier Erde, dann mache ich da Cobblestones. Dann mache ich einfach mal hier eine Wollekiste. So. Das ist auch gut, dass ich gerade Holz da reingetan habe. Und ich habe hier so einen Button, damit kann ich automatisch sortieren. Das ist kein Cheaten und da habe ich jetzt auch nichts weggeschnitten, sondern ich habe einfach den Knopf gedrückt. Das ist Inventory Tweaks, das ist ein Mod. Den könnt ihr euch kostenlos herunterladen auf der entsprechenden Seite, die ich vergessen werde zu verlinken, weil ich so ein Schlauberger bin. So. Da kann man doch, das würde doch bestimmt gehen. Hier jetzt noch so ein Weg runter davor. Das würde doch vielleicht sogar gut aussehen. Wenn man hier vorne direkt eine Treppe hinmacht und dann quasi auf dem unteren Niveau von diesem Ding hier direkt ankommt, zu versuchen zu tun, zu machen, zu haben. Ihr wisst, was ich meine, alle Leute, liebe Leute, Leute. So, erste Eisenschaufel kaputt. Wir haben ja noch eine für vorhin gemacht, für unseren glorreichen Versuch da irgendwie und so. Ach, jetzt steht hier die Kiste, das ist natürlich sehr schlau. Dann mache ich das mal so. So. Hallöchen. Hier mache ich dann gerade noch ein paar Stüfchen. So. Dann brauche ich aber noch etwas Erde, die ich dann wieder hier hinpflanzen kann. So. Zack. Zack. Und dann kann ich hier zack, zack, zack alles zuklatschen. So. Ich denke nicht, dass wir da irgendwann mal einen Mangel haben werden an Erde. Ist ja genug von da auf der Erde. So. Dann geht man nämlich hier so lang und geht dann hier so runter. Wobei das bestimmt mit Half-Steps cooler aussehen würde, weil das dann ein bisschen sanfter sich neigen würde. Aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ganz außen. Ganz, also rechts außen. Lassen wir das vor. Da spiele ich nämlich, ups, nicht, weil ich ja kein Fußballer bin. Na. Das hält sich auch mit konstanten 25 PS. Das ist sehr interessant. Wie haben wir das denn hier vorne gelöst? Da sind wir direkt vom Kiesweg oben da runter zum Dings, genau. Dann mache ich den wieder weg. Und mache da unten auch nur Cobblestone hin. So, wovon wir natürlich jetzt wieder viel zu wenig haben. Das war ja schlau. Haben wir davon vielleicht noch was in unserem tollen Keller? Oder hier in dieser Kiste? Nö. In unserem tollen Keller haben wir hier... wir haben 4 Smaragde. Alles Mögliche haben wir. Sehr viel Erde. Holz, aber keine Steine. Die Erde kann ich aber ja mal mitnehmen. Die kann ich dann direkt einräumen. Ups. 8 Erde müssen hier bleiben. So.
Apropos 8, wir sind Level 38, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich eine coole Sache. Nur leider können wir damit gerade nichts anfangen. Außer, dass ich mal gerade ins Inventar gehen kann und gucken kann, ob wir noch was zu futtern haben, außer zwei verrottete Fleisch, die ich jetzt trotzdem essen werde. So, jetzt haben wir da unten nämlich grüne Brötchen. Das sind so neue Brötchen mit Waldmeistergeschmack. Die sind echt lecker. Ja. Was mir so ein bisschen fehlt, sind Tiere verschiedener Rassen und Arten. Die Geräusche davon sind zwar da, wie man vielleicht hört, mit diesem Mod, wo man Sounds hat für die entsprechenden Areale, in denen man sich befindet. Den habe ich quasi drin, also den habe ich drin, den Mod im Game. Hier in Minecraft, dass ich quasi, wenn ich zum Beispiel an der Küste stehe, wird nach einer Zeit so ein Wellenrauschen und Möwengeräusche auftauchen. Und wenn ich durch den Wald laufe, dann hört man mehr so Vögeln und so eher so Waldgeräusche und so Knistern und sowas. Und wenn ich oben auf den Berg gehe, hört man so Winde, die so vorbei wehen und so ein Kram. Und das wollte ich nicht. Die passenden Tiere, die diese Geräusche aber machen, die sind ja natürlich nicht dabei, weil es ist nur eine Geräuschmod. Das finde ich etwas schade. Kann ich jetzt mal bitte schlafen gehen? Es ist doch schon gleich wieder morgens früh. Leute, bitte. Hier habe ich noch mehr verrottetes Fleisch. Das ist ja total super. Ich bin überhaupt nicht müde. So, ich versuche es jetzt nochmal mit Schlafen gehen. Jawohl. Ich lehne mich mal gerade zurück. Oh Mann, um Meter bin ich müde, ey. Oh ja. Und ich nehme erst eine halbe Stunde auf. Das ist mal eine krasse Sache. Ey, voll krass die Sache, ey, voll krass, ey. Ja, ups, das war ja sehr schlau. Was könnten wir denn jetzt tun, Fisch? Eigentlich habe ich ja gar keine Wahl, Fisch. Ich laufe mal wieder zurück. Warum, weiß ich gar nicht. Aber da die Musik gerade so entspannt ist, und ich nichts Besseres zu tun habe, als dabei so blöd zu reden, denke ich mal, es ist am gescheitesten, wenn ich jetzt einfach wieder den Standort wechsle, um ein interessantes Feature von Minecraft zu zeigen. Und zwar das Laufen und das Schafe verprügeln. Welche dann von wilden Wölfen derbst massakriert und penetriert werden, bis dieser Wolf von alleine verschwindet. Übrigens sehr schade, dass man in dieser Landschaft keine Hühnchen findet. Was war das denn? Was machst du denn hier, du Kackhund? Ich halte hier gerade nach Ausschau. Ich halte hier gerade Ausschau nach Eiern. Ob wir vielleicht da nicht noch welche haben. Aber die einzigen Eier, die ich hier finden kann, sind in meiner Tasche. In meiner Hosentasche. La la. Dim, dim, dim. Ich kann nicht laufen. Deswegen muss ich so komisch hüpfen. So. Ich wollte gucken, ob wir hier was zu fressen haben. Karotten haben wir. Moment mal, können wir nicht mit Karotten die komischen Tiere da anlocken? Zwei Eier haben wir auch. Aber fünf Äpfel, davon nehme ich mal gerade drei. Und verrottete Fleisch haben wir auch noch, das ist auch nicht schlecht. So.
Ich glaube, wir fangen jetzt mal trotz allem mit Hund. Ich schmeiß dich gleich irgendwo eine Brücke runter. Es wäre jetzt nicht so weiter Weg dahin, aber die Drohung macht's. Bevor wir uns dann wirklich hier lang mit diesen normalen analogen Feldern abmühen, fange ich jetzt einfach mal direkt damit an mit dieser automatischen Farm. Auch wenn wir noch keinen Redstone haben und gar nichts, oder ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben noch keinen Redstone. Vielleicht ist es trotzdem besser, wenn wir schon mal anfangen. Deswegen mache ich jetzt einfach hier mal den Startschuss. 5, 6, 7, 8. Glaube ich, ne? Ach, ich mache einfach mal erstmal in die Breite, wie es passt. Und dann gucken wir mal, wie viel wir da hingeklatscht kriegen. So, dann wird das hier wohl eher eine Erdeklatschaufnahme und weniger eine Abenteueraufnahme, wie das so üblich ist. Also keine Abenteueraufnahme ist üblich. So. Was auch übrigens damit zusammenhängt, also dass wir jetzt hier mehr so Terraforming machen und weniger Adventure, das ja, wenn jetzt bald 1.7 rauskommt, obwohl ich gerade noch in der 1.5 spiele, aber wenn jetzt bald 1.7 rauskommt, dass da ja auch neue Biome mit drin sein werden, nämlich so Wüsten-Canyon-gedönte Dinger. Und wenn wir jetzt schon die ganzen Minecraft-Welten hier aberkunden, dann werden die ja, müssten wir ewig lange laufen, um die zu finden. Und so müssen wir dann nicht mehr ganz so weit laufen. Sondern ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass in den neuen Biomen dann auch eins, also ein neues dabei ist. So, das ist eine Fackel, die da steht. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Dann kann ich das eigentlich auch noch ein Stück weiter machen. So. Dann geht das hier direkt am Baum vorbei. So, dann führt hier nämlich der Wasserfluss lang, das muss ich mal gerade hier alles ein bisschen so. So, angenommen, wir hätten hier jetzt das Wasser, dann hätten wir hier jetzt den Kies liegen und dann wäre auf der Höhe hier das erste Gedönsel. Das heißt, das hier müsste spätestens alles aus Erde sein. Da muss ich auch überhaupt gar nicht gähnen. Tut mir leid, dass ich das jetzt so öffentlich in die Welt hineingähne, aber das liegt einfach an meiner Müdigkeit. Ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und konzentrieren auch nicht. Concentration, please. So. Zack. Zack, zack. So, die anderen muss ich ja, da links die muss ich auch noch wegrubben, weil da ja dann die Pistons hinkommen für den Gedönse da. Hallo? Ah ja. So. Und dann würde, wenn hier der Pisten, tralala, dann kann ich ja hier schon anfangen, hier diesen Wasserlauf zu machen, wo dann nachher ein Deckel drüber kommt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach, da läuft wieder die coole City of Corinus Soundtrack. Da muss ich gerade ein Stück lauter machen, weil das einfach ein sehr geiler Soundtrack ist. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den 8 muss ich wegmachen, weil dann fließt das Wasser noch einen runter. Das war ja sehr schlau.
mache das jetzt einfach mal ganz simpel hier zu, so ganz schlicht einfach hier geflickt. Ey, wir flicken dich weg, ey. Du wirst geflickt von uns. Wir stopfen deine Löcher. So. Dann kommt das hier auch alles weg. Bei dem schönen Soundtrack. Apropos Gothic, ne? Muss ich hier gerade nochmal kurz anmerken. Ich habe gerade eben mir nochmal Gedanken drüber gemacht. Dann werde ich Gothic wahrscheinlich vorübergehend auf Eis legen, weil wenn es sich sowieso niemand anguckt, wie die anderen Let's Plays, aber bei Gothic brauche ich eben Zuschauer, um das spielen zu können, bei Minecraft nicht unbedingt, da kann ich das auch einfach für mich alleine machen, dieses Let's Play. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, bei Gothic brauche ich eben Leute, die sagen, ey, mach das und das und ey, mach das so und so, so Mitentscheider. Und ohne die macht das eben nicht so viel Spaß, deswegen würde ich das einfach so lange, bis ich da so ein paar Leute habe, die da auch zuschauen, würde ich das so lange pausieren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zack. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst, falls tatsächlich jemand zuguckt und keine Folgen mehr kommen momentan, was ja bei allen Videos, also bei allen Spielen die letzten Monate war. 2, 3, 4, 7, hä, was habe ich mich jetzt verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, dass ich nochmal nachgezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann muss da noch einer mehr dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sah schon so verdächtig wenig aus.